Heute im Universe Mode werdet ihr die letzte Folge NXT sehen. In Season 1. Nach einer langen Zeit wird es wieder mal eine NXT-Folge geben. Doch das ist die letzte vor NXT Takeover. Heute werden alle Matches bestätigt und heute wird es nochmal richtig abgehen. Also bleibt dran und viel Spaß. Hier sehen wir die NXT Women's Championess Asuka, die ja bei WrestleMania auf Emma trifft in der Kickoff Show. Und jetzt hat sie etwas zu sagen und wir lesen mal mit, was sie hier zu sagen hat.
Hier hört ihr nochmal die offizielle Theme-Song für NXT TakeOver, was hier nach der SmackDown-Ausgabe stattfinden wird von Fozzy. Ja, die Stimme, die ihr hier hört, ist Chris Jericho. Also nochmal hier, erhältlich auf iTunes und Spotify, auf jeden Fall mal holen, wenn ihr dieses Lied mögt. Und ich würde sagen, wir springen jetzt rüber zur NXT TakeOver und WrestleMania Matchcard. So, dann würde ich sagen, starten wir auch erstmal mit dem ersten Match bei NXT TakeOver, und zwar das NXT Tag Team Championship Match zwischen The Revival und The Hardy Boys. Aber das ist nicht das einzige, und zwar hat William Regal uns bestätigt, dass Hideo Itami ein Match bestreiten wird, und das gegen Kalisto. Aber wir haben noch etwas Geiles, und zwar ein glorreicher Kampf zwischen den Glorious Bobby Roode und CM Punk. Der längst amtierende WWE Champion CM Punk trifft bei NXT TakeOver auf Bobby Roode. Und dann haben wir noch ein weltklassiges Match. Ein weltklassiges Match. Ja, der Gewinner ist der Leader vom Bullet Club, und zwar Finn Balor trifft auf Cody Rhodes bei NXT TakeOver. Aber wir werden noch eine Legende hier haben bei NXT TakeOver, und zwar Trish Stratus. Sie wird gegen Asuka um die NXT Women's Championship antreten. Asuka wird es richtig schwer haben, aber wer es auch schwer haben wird, Shinsuke Nakamura. Nakamura muss bei TakeOver seinen Titel aufs Spiel setzen gegen Andrade Cien Almas. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht der Main Event sein, also keinen Schock bekommen. NXT TakeOver, ja, ihr seht hier das Brooklyn, ja, Logo, aber ob es in Brooklyn sein wird, steht noch nicht fest. Mal schauen, was hier ein TakeOver wird. Ich denke, es wird TakeOver Brooklyn, wie es hier auch seht. Aber wo wir schon bei NXT sind, kommen wir zum WrestleMania Match Card. Und wie gesagt, NXT Women's Championess Asuka trifft auf Emma. Eben haben die eine Promo bestritten, die beiden. Und die treten in der Kickoff Show an. Falls Trish Stratus gewinnt, wird es ein Triple Threat Match. Und IC Champion The Miz verteidigt gegen diese 5 Superstars, die ihr hier seht, seinen Titel in ein Ladder Match in der Kickoff Show. Dann springen wir rüber zur Main Show, und da haben wir Dwayne The Rock Johnson bzw. The Rock trifft auf den Celtic Warrior Sheamus. Sheamus hat ja schon bei der ersten Raw-Ausgabe angefangen, den guten alten Stein bzw. The Rock zu attackieren, und dann hat die Fehde begonnen. Ja, Naomi muss ihren SmackDown Women's Titel gegen 5 weitere Superstars verteidigen. Seht ihr hier im Hintergrund, wo ihr schon bei SmackDown Frauen sind, kommen wir doch mal rüber zu den Raw Frauen. Und zwar haben wir da einmal Bayley gegen Sasha Banks um den Women's Titel von Monday Night Raw. Ja, wer Raw noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal die letzte Universe Mode Folge gucken, denn da ging es richtig ab. Das war die letzte Raw Folge in Season 1. Und ja, dann kommen wir zum US Title Match. US Champ Goldberg verteidigt seinen Titel gegen Chris Jericho. Ja, welcher ja dieses Lied Judas hier für NXT TakeOver rausgebracht hat, gegen Braun Strowman noch und Brock Lesnar. Und dann haben wir den SmackDown Main Event hier zwischen Seth Rollins, WWE Champion AJ Styles und Royal Rumble Sieger Bray Wyatt. Wo wir aber schon bei den SmackDown Main Events sind, kommen wir auch mal zum Raw Main Event. Und zwar wird der Universal Champion Samoa Joe gegen Kevin Owens, den ersten Universal Champion, antreten und gegen den zweiten Universal Champion Sami Zayn. Und dann kommen wir zum richtigen Main Event bei WrestleMania. Der Undertaker trifft auf Triple H. Das wird ein richtiger krasser Main Event. Das wird richtig spannend. Auf jeden Fall WrestleMania nicht verpassen. Nach der SmackDown-Ausgabe gibt es erstmal NXT TakeOver, und danach die Woche gibt es die WrestleMania-Woche, indem wir einen Livestream machen, indem wir eine Pre-Show machen, indem wir mal über den Universe Mode reden und uns drauf halten. Ja, es wird eine SmackDown NXT TakeOver-Ausgabe geben. Alles in dieser Woche.
und dann WrestleMania nicht verpassen. Aber ich würde sagen, springen wir rüber zum Main Event von NXT. Es ist nun Zeit für den Main Event hier bei NXT. Letzte NXT-Folge, beziehungsweise auch die allererste wieder nach Takeover. Und das ist schon die letzte vor dem nächsten Takeover. Das ist irgendwie schon ein bisschen lustig. Aber das, was wir hier gerade sehen, das wird nicht lustig. Und zwar wurde mir gerade mitgeteilt von William Regal, dass, wenn Neville dieses Match gewinnt, es bei Takeover ein Triple Threat Match geben wird zwischen Nakamura, Andreas Janaimas und den King of the Cruiserweights, Neville. Dann wird es ein Triple Threat Match geben um den NXT-Titel. Und das kann richtig spannend werden. Also, so gesagt, ein Number One Contenders Match hier für Neville. Falls Neville gewinnt, wird es ein Triple Threat Match geben. Und das wird auf jeden Fall richtig krank. So, aber wir konzentrieren uns jetzt noch auf dieses Match hier. Neville, oh, schöner Kick hier. Wow, 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 wow. Was für ein Kick. Wow, das ist echt krass. Also, wir haben ja Neville das letzte Mal bei der SmackDown-Ausgabe gesehen, vor der Royal Rumble. Gegen Dean Ambrose hat er angetreten. Leider verloren, jetzt ist er bei NXT hier. Möchte ein NXT-Titel-Match. Muss aber Nakamura besiegen. Er befördert ihn in die Ecke. Nakamura fällt hin. Neville geht aufs oberste Seil und zeigt einen. Oh shit, I'm freezing. Ah, ja, okay. Ich kann die Moves nicht aussprechen. So, Reverse hier von Neville. Oh, Kick it, geht daneben. Nakamura hebt ihn hoch und ein Reverse zum Suplex. Hier ein schöner Suplex von den King of the Cruiserweights, Neville. Neville mit einem Standing Moonsault. Holy shit. Das macht Neville jetzt. Er nimmt Anlauf und zack. Bearbeitet jetzt erstmal hier. Nee, doch nicht. Es gibt einen Konter hier von Nakamura. Reversal von Neville tritt ins Gesicht von Nakamura. Was macht Neville jetzt?
Er packt sich Nakamura hoch. Schlag geht daneben von Nakamura. Und der Referee ist down. Und Reverse Ellbogen ins Gesicht. Reverse hier von Neville. Hin und her gibt es hier. Und jetzt gibt es erst einen Tritt in den Rücken. Und er geht außerhalb des Rings raus. Und springt. Und oh, ein 450 Splash. Da geht daneben und ein Standing Moonsault. Von Neville. Schade, wäre der 450 Splash gekommen. Das wäre krass. Jetzt Ellenbogen ins Gesicht und Nakamura blutet. So, Reversal von Nakamura. Nakamura packt sich Neville und befördert ihn auf den Boden. Mit einem schönen Suplex. Oh, shit. Superkick hier von Nakamura. Jetzt soll Neville aufstehen. Und es gibt den Ansatz zum Superkick hier vom Kinshasa. Kinshasa an Nakamura und das, an Neville und das muss sein. Cover 1, 2 und 3, das war's mit Neville. Nein, doch nicht. 2,5 aus. Da kommt Neville raus. Kickout bei 2,5. Neville gibt nicht auf. Er will dieses Titelmatch bei TakeOver Brooklyn. Ja, WrestleMania findet ganz woanders statt, aber die NXT Superstars sind in Brooklyn. Und das wurde auch jetzt offiziell bestätigt. Oh, shit. Oh, ist hier daneben. So, und Schlag und wow! Hurricane Rana von hinten! Holy shit, oder feiert Neville sich selbst und das zu Recht in diesem starken Match hier, was ihr hier sehen. Neville geht hier richtig ab, macht Nakamura hier fertig. Er will dieses Match hier gewinnen. Er will ein Titelmatch bei TakeOver Brooklyn. Er kommt hier nochmal raus und es gibt den Ansatz zum Suplex. Und direkt den Cover hier. 1 Kickout von Nakamura. Neville geht aufs oberste Seil. Und das muss es doch sein. Also zum Red Devil. Und das muss es sein. Cover 1, 2 und 3. Das Match ist vorbei. Der King of the Cruiserweights besiegt den NXT Champion Nakamura. Und er fährt nach Brooklyn und bekommt da ein Triple Threat Match mit NXT Champion-Titel und vielleicht heißt es ja nach TakeOver Brooklyn the King of NXT Neville. Ja, vielleicht ist das der King of NXT, der NXT Champion Neville. Vielleicht müssen wir ihn bald so nennen bei NXT, aber naja, Nakamura verliert gegen den King of the Cruiserweights Neville. Neville fährt nach Brooklyn. Und wenn euch die Folge gefallen hat, positive Bewertung plus Abo da lassen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal und verpasst NXT TakeOver nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Wow, war das eine Folge NXT. Richtig geile Folge. Jetzt muss ich das Video noch schnell schneiden und hochladen. Naja, NXT TakeOver wird auf jeden Fall richtig geil. Ich freue mich schon auf NXT TakeOver. Oh, mein Handy klingelt, ja. Mal gucken, wer das ist. William Regal ruft gerade an. Oh, der hat bestimmt eine Nachricht zu hinterlassen. Ich würde sagen, gehe ich mal ran. Hallo, Mr. Regal. Wie geht's Ihnen? Mir geht's auch gut. Warum hast du denn angerufen? Du hast mir eine Nachricht mit. Du musst mir eine Nachricht mitteilen. Was ist das denn? Was ist denn los? Was soll ich dem WWE-Universum sagen? Was soll ich den Zuschauern hier sagen? Es wird ein krasser Main-Event bei NXT TakeOver geben. Ja, dann sag doch mal, was wird der Main-Event sein? Ich darf es nicht verraten.
Aber es wird um den NXT-Titel gehen. Wow. Ja. Ich soll es Ihnen nicht sagen. Die sollen jetzt selber bei NXT Takeover raussenden? Okay. Aber ich soll die Teilnehmer sagen. Die Teilnehmer sind NXT Champion Shinsuke Nakamura, Andrade Cien Almas und der King of the Cruiserweights Neville. Wow. Okay. Und die drei betreten die Hölle also. Bei NXT Takeover. Betreten diese drei Superstars die Hölle. Mehr darf ich nicht verraten. Okay. Okay. Tschüss. Wow. Was meint er damit? Die fahren zur Hölle. Was wird das wohl für eine Match?